Hallöchen zusammen. Ich habe eine neue Kooperation für euch. Ich wurde angeschrieben von einer mir derzeit oder da noch gänzlich unbekannten Firma, Seven Grade. Und die haben gefragt, ob ich mit denen eine Kooperation eingehen möchte und ob ich für die ein Video produzieren möchte. Und ja, dann habe ich mir deren Seite mal angeguckt, fand ich auch ganz schön, was die so anbieten. Also die sind komplett auf Sticken, haben die sich konzentriert. Also es ist jetzt keine Mischfirma so an sich, sondern die haben wirklich nur Stickprodukte, also Kreuzstichprodukte, aber einen sehr, sehr großen Shop. Alle Infos natürlich wieder in der Videobeschreibung. Ich verlinke euch das. Ich habe natürlich auch wieder einen Rabattcode für euch, der heißt Chanas06 OFF. Das sind 6% Rabatt. Dieser Code ist auch immer gültig. Also der hat jetzt kein Ablaufdatum und er hat auch keine Warengrenze. Also von daher, wenn ihr da shoppen wollt, dann könnt ihr diesen Code benutzen. Was noch ganz gut ist, die haben ab $49 Bestellwert freien Versand. Und ja, ich würde euch gerne zeigen, was die so unter anderem anbieten. Deswegen packe ich das jetzt einmal aus. In der Zeit könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Ich habe in der letzten Zeit noch mehrere Kooperationsanfragen bekommen, die ich aber weitestgehend abgelehnt habe, weil die so mit meinem ja, Genre überhaupt nichts zu tun haben. Von daher, das passt wieder. Also packen wir das mal aus. Ich lege mal meine Zettelchen hier an die Seite, damit ihr die sehen könnt. Und versuche etwas weniger zu knistern. Ich hoffe, das geht noch. So. Dann fangen wir direkt mit dem oben liegenden an. Das ist ein Lesezeichen. Ihr könnt das natürlich auch für was anderes benutzen. Man kann das als Aufhänger benutzen, was auch immer. Also ich glaube, das wird aber als Lesezeichen verkauft und es hat auch ungefähr die Größe. Ich blende euch auch noch mal ein Bild ein. Ich glaube, das sind 27 cm und den fand ich wirklich niedlich. Mal gucken, auf der Rückseite von dieser Verpackung ist auch die Erklärung, wie man sowas machen kann. Das ist dann ganz einfach. Ihr habt dann hier diese Stränge, diese hier. Dann seht ihr das wie beim Diamond Painting auch. Das ist ein Bild, wo ihr drauf sticken könnt oder halt ein weißes, nicht bedrucktes, wie sagt man das, so eine Art Tüchlein. Mir kommt es gerade nicht. Und dann habt ihr immer eine Vorlage und danach müsst ihr dann sticken. Also entweder ihr habt ein weißes oder ein bedrucktes. Das bedrucktes, das steht aber immer dabei. Und dann müsst ihr schauen, was bei der Anleitung steht. Diese Stränge haben immer mehrere Fäden. Und hier bei diesem ist es zum Beispiel so, dass dieses Teil mit, ich glaube, aus 6 Fäden besteht. Aber ihr braucht immer nur 3 für den Einsatz. Ihr könnt auch 2 nehmen. Da kommt es halt immer auf die Größe an, des Bildes. Das ist aber immer erklärt. So, und wenn ihr dann mit allem durch seid, wird das nochmal aufgebügelt. Und ja, hier sind dann nochmal, ist dann nochmal erklärt, was es so für Stiche gibt, die man so benutzen kann. Ich selber nutze entweder diesen oder diesen, bin ich ganz ehrlich. Ansonsten, mit den anderen habe ich mich selber so noch nicht befasst, auch mit dem hier nicht. Also so mit, also ich benutze die ersten beiden immer, weil ich es, glaube ich, auch einfach nicht besser weiß. Aber das fand ich ganz süß. Wie gesagt, total niedlich. Hier, da steht sogar die Größe. Ich habe es gerade nicht gesehen. 9 mal 27 cm. Und hier steht dann nochmal, was ihr braucht. Das ist 14 cm. Weiß ich nicht, was 14 cm heißt. Aber das ist ne, da. Und dann könnt ihr dann nochmal schauen. Bei 14 cm braucht ihr nur 2 Stränge. Das ist dann auch dementsprechend, ich sage jetzt mal, abgezählt. Wenn ihr sonst den ganzen Strang benutzt oder vielleicht auch 3, reicht der Faden womöglich nicht für das ganze Bild. Also da müsst ihr schon aufpassen, welche Größe das hat und wie ihr das dann so sticken müsst. So, ihr könnt das auch waschen. Hier steht es, ne, bis zu 30 Grad.
Ja, und dann habe ich noch ein zweites Produkt. Da knistert es jetzt etwas mehr. Das würde ich einmal kurz rausnehmen. So, ich habe das jetzt mal komplett nackig gemacht. Hier kann ich euch jetzt also einmal ganz genau zeigen, wie das dann hier ankommt. Also, das ist einmal die Farbpalette. Und hier seht ihr jetzt bei diesem Bild, das besteht aus 30 Farben. Wenn es eine Farbe gibt, die wirklich viel genutzt wird für dieses Bild, gibt es dann meistens noch solche Extrastränge, die dazugegeben werden, weil die diesen dicken Strang nicht auf diese Palette packen. Die machen dann meistens so ein, zwei Stränge da dran. Und dann sieht man, die Farbe 30 wurde nochmal dabei gepackt und den kann man sich dann selber nochmal raussuchen. Die haben auch eine DCM-Nummer, genauso wie beim Diamond Painting. Hier, das war jetzt 3865. Ich glaube, die Farben sind relativ gleich. Jetzt muss ich mal gucken. Diese Farbe Lila, ja, da steht natürlich jetzt nichts bei, ist jetzt zum Beispiel beim Diamond Painting die 555, das weiß ich. Aber ich glaube, das ist schon relativ nah dran. So, das wäre das. Dann haben wir natürlich auch die Anleitung wieder dabei. Ja, genauso wie gerade eben auf der Verpackung. Das jetzt hier einmal nochmal in klein. Sonst ist da jetzt nichts. Dann haben wir, wie das Bild dann aussieht. Ihr seht jetzt nicht viel, ne? Also ihr seht das jetzt hier nochmal. Ich werde euch das jetzt entweder eingeblendet haben schon oder ich blende euch das nochmal ein. Und ansonsten ist der Link definitiv auch in der Infobox. Dieses Bild ist 134 x 134, also 13,4 mal 13,4 cm groß, also nicht sonderlich groß. Und so sieht das Ganze dann aus. Ich hoffe, es ist richtig rum. Ja, da sind die Glocken, da sind die Blumen. So ist das richtig. Hier ist die Legende. Und das ist dieses, ich glaube, Canvas, wo das aufgestickt ist. Also, ne, wo das Bild aufgedruckt ist. Und das gibt es auch nochmal in komplett weiß. Dann gibt es dann nur so eine Anleitung dazu. Und dann müsst ihr selber abzählen. Das gibt es auch. Ich finde das natürlich dementsprechend einfacher. Da braucht man sich nicht ganz so zu konzentrieren, weil beim Abzählen können natürlich auch noch Fehler passieren. Dann hat man auch immer noch Zubehör mit dabei. Das gehört natürlich auch dazu, denn Sticken ohne Nadel ist aussichtslos. So, da gibt es dann meistens so einen süßen Puschel dabei, so ein Bobbel. Finde ich aber total cool. Also bis jetzt bei jedem Hersteller, wo ich bestellt habe oder was ich bekommen habe, war immer so ein Puschel mit. Da stecken die halt ihre Nadeln rein. Und da sind immer ein paar mehr mit dabei. Dann gibt es noch den Einfädler, die Einfädelhilfe. Und ich gebe euch einen Tipp, nutzt den wirklich. Nutzt ihr die mit diesem dünnen Draht. Ich habe jetzt gerade kein Vorliegen, den man sonst so nutzt, wenn man was nähen will. Lasst es sein. Ich habe mir schon zweimal diesen Draht rausgezogen, musste erst mal lernen, dass man dieses Teil wirklich benutzen sollte, um es einzufädeln und ja. Und hier, das ist jetzt nochmal, damit man sich nicht so in den Finger sticht, das kann man hier dementsprechend Größe einstellen, das kann man aufdehnen oder auch noch zuquetschen, damit man sich nicht ständig da reindonnert, kann man das noch als Schutz benutzen. Ich bin ganz ehrlich, nutze es eigentlich fast nie, aber der ein oder andere nutzt sowas mit Sicherheit. Früher hat man auch Fingerhütchen noch genommen. Die sind, glaube ich, einfach ein bisschen praktischer wie die ganze Fingerkuppe. Und ja, jetzt muss ich einmal gucken, ob hier jetzt auch die Größe irgendwo noch steht. 11 oder 14 cm. Ich muss jetzt mal schauen. 18. Da müsste man dann auch wieder gucken, wie viele man braucht. Okay, jetzt muss ich ja mal schauen, weil ich glaube dann nur ein. Naja, da müsste ich mich reinlesen, also es müsste eigentlich immer mit dabei stehen. Ja, wie gesagt, auch da alles in der Infobox. Schaut doch gerne mal rein, wenn ihr Bock auf Sticken habt, dann denkt auch an meinen Rabattcode. Und schaut mal auf der Internetseite.
Und ansonsten, ja, das war's. Kurz und schmerzlos. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen schönen Mittag, einen schönen guten Morgen, schönen guten Abend oder gute Nacht. Je nachdem, wann ihr meint, mir zuhören zu wollen und zuschauen zu müssen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr immer schön einschaltet. Und ja, ich wünsche euch was. Bleibt wie immer, vor allen Dingen bleibt gesund. Und wir sehen uns bestimmt bei meinen nächsten Videos wieder. Bis dann.